Die Entscheidung der Bundesregierung für einen Gaspreisdeckel ist eine gute Entscheidung. Zusammen mit dem Strompreisdeckel ist das das große Besteck, was notwendig ist, um die Energiepreiskrise zu bekämpfen. Der Bremer Senat hat das schon seit längerem gefordert. Die Länder haben sich gestern einstimmig dafür ausgesprochen. Und das Volumen 200 Milliarden Euro scheint mir auch geeignet, um tatsächlich die Krise in den Griff zu kriegen.